Leute, guten Morgen. Ich bin richtig am Arsch. Die Woche ist so hardcore gewesen. Nicht wegen der Diät nur, sondern einfach auch wegen Arbeit und so. Ich habe seit 3 Tagen nicht trainiert. Ja, und genau um das Thema geht es eigentlich auch heute. Und zwar um das Training. Krafttraining, Cardiotraining. Wie sieht das Ganze aus? Ist das Ganze wichtig oder ist es nicht wichtig? Und ja, mit den Themen beschäftigen wir uns heute über den Tag. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich, ja, 3 Tage war ich nicht trainieren, weil ich es einfach nicht geschafft habe. War einfach zu am Arsch und musste auch morgens fit sein und so. Und ja, bleibt dran, um zu erfahren, was man wie trainieren muss, um ein Sixpack zu haben. Leute, müsst ihr Bauch trainieren, ist die Frage. Also Leute, was das Krafttraining angeht, ihr müsst keinen Bauch trainieren, um ein Sixpack zu haben. So, klar solltet ihr ein bisschen Bauchmuskulatur haben, ja, aber und die sollte auch ein bisschen trainiert sein, aber viel mehr aus gesundheitlichen Gründen als aus ästhetischen Gründen. Was das Krafttraining angeht, klar, könnt ihr Bauchmuskeltraining machen und wie ich das mache, erzähle ich euch auch heute. Aber ihr müsst prinzipiell nicht unbedingt Bauch trainieren, um ein Sixpack zu bekommen. Warum das Ganze genauso ist, erkläre ich euch noch in einem anderen Video. Ja, ich habe jetzt den letzten Tag Projekt hier, also nächste Woche ist noch ein zweites. Aber heute ist der letzte Tag von diesem Projekt und wir haben Aufführung und alles. Ja, ich melde mich gleich wieder bei euch, wenn ich hier fertig bin. So Leute, Training erledigt. Für mich geht's jetzt zu meinen Eltern kurz. Gehe mit meiner Mama heute also gleich Katzen angucken. Unser Kater ist ja vor einer geraumen Zeit eingeschläfert worden, weil er krank war. Guckt meine Mama sich ständig meine Katzen an und jetzt gehe ich einmal mit. Und ja, wenn ich gleich geparkt habe, erzähle ich euch die letzten Insights zum Training für den heutigen Vlog. Right, I'm quite nervous. Hate it when I look for anybody. I'm talking down. Faces, yeah. That's when I start to get. Let me go. Yo Leute, ja, mit dem Training sieht es folgendermaßen aus. Ihr müsst ganz normal trainieren wie sonst auch. Das heißt, das Sixpack lässt sich eigentlich kaum beeinflussen durch Training, sondern die Ernährung ist viel, 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 viel wichtiger. Außer ihr trainiert dazu, dass ihr ein höheres Kaloriendefizit habt. Wenn ihr ein höheres Kaloriendefizit fahrt oder durch Training ein höheres Kaloriendefizit schafft, dann tut ihr natürlich was für euer Sixpack. Aber das Training an sich sieht ganz genauso aus wie sonst auch. Oder ihr trainiert einfach ein bisschen härter. Ja, ihr müsst ja eure Muskulatur schützen in der Diät. Das heißt, genauso hart trainieren wie sonst auch. Und dem Muskel signalisieren, er darf den, also dem Körper signalisieren, hey, du darfst den Muskel nicht abbauen, weil sonst kackst du halt noch mehr ab. Und deswegen gibt gar kein Geheimnis, was das Training angeht. Ich trainiere meinen Bauch
allerdings nur auf Hypertrophie. Das heißt wenig Wiederholung und viel Gewicht. Und ich mache nur zwei Übungen Bauch. Ich mache eine am Gerät, das heißt ganz normale Bauchpresse, und einmal diese seitliche Übung. Zeige ich euch gerne auch mal. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das unbedingt mal sehen wollt oder ein komplettes Bauchworkout erklärt haben wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ich mache euch das gerne, auch wenn es das schon tausendfach auf YouTube gibt. Aber wenn ihr gerne meins haben möchtet, mache ich das euch natürlich sehr, sehr gern. Ja. Also ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen und die Form tut sich langsam, also da verändert sich was, und ich bin sehr gespannt, was die nächste Woche bringt. Jetzt geht's in die vollen. 5 Tage haben wir geschafft, weiter geht's. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nächste Video nicht verpasst, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.